Moin Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde Mario Party auf saitoxin.de. Wir würfeln eine 1 und ich möchte sterben. GG, guckt euch das an. Alle haben besser gewürfelt als ich. Es gab nur einen Affen, der genauso scheiße war wie ich. Schade. Jetzt spielen wir heißer Boden. Das ist mit Abstand auch der beschissenste Modus der Welt. Aber allgemein, Mario Party echt wilder Modus eigentlich, macht echt Bock. Und eigentlich ist es ziemlich uncool, weil ich bin eigentlich so vom Skill-technischen her so viel besser als die ganzen Leute hier. Wenn das noch ein bisschen bessere Leute spielen und wäre das ein bisschen mehr competitive, dann wäre das wäre Triple-A-Modus, weil es macht halt einfach Spaß. Das ist genauso bescheuert, also so vom Gameplay her genauso bescheuert wie Fall Guys eigentlich. So, keine Ahnung, dementsprechend. Ich könnte mir das so gut vorstellen, den ganzen Tag zu spielen. Tag aus, Tag ein oder so. Ja. Und ich glaube, dass ich tot bin. Schade. Ja, keine Ahnung. Ich bin nicht mehr wirklich weggekommen. Ich bin in dem Modus wirklich, wirklich schlecht. Also heißer Boden ist mit Abstand auch der schlechteste Modus. Ich kapiere nicht, wie man darin so gut sein kann. Es hat halt so viel mit Randomness zu tun. Boah, 6, Junge. Der Beste. Auf einmal. Aber auf dem geteilten Platz 5. Auf Platz 11 insgesamt damit. Ganz chillig. Ampelrennen übrigens auch ein Rotzmodus. Weiß ich jetzt nicht. Also macht nicht so viel Spaß, wenn ich ehrlich bin. Übrigens ist man schneller, wenn man so läuft. Aber man muss halt auch. Ja, oh mein Gott. Ja. Ei, ei. Ich empfehle. Ich bin doch gestoppt. Was wollen die denn? Ja, okay, nee. Ich habe sowieso schon hundertfach verloren. Guck mal, wo die schon sind, Junge. Und man muss übrigens immer S drücken. Dann bleibt man stehen, meistens. Ja, das war's dann mal wieder komplett. Und rein da. Guck mal, wie der gerade eben seinen Win verspielt hat. Hätte der nicht Ding, hätte der nicht W gedrückt, wäre der nicht zu greedy gewesen, dann hätte er noch einen dritten Platz gemacht. Schade. Ja, also ich habe jetzt schon 2 Runden komplett versagt. Das ist natürlich sehr, sehr peinlich. Und ich muss mal schauen, wie ich das jetzt gleich aufhören werde. 26 Felder bis zum Ziel. Ach, Reihenfolge, jetzt kommen nur Kackmodi. Ach, komm. Okay. Okay. 7, 8, 6, 7, 8, 6. 3, 4, 7, 5. 3, 4, 7, 5. 1, 1, 6, 7, 5, 6, 1, 6, 7, 5, 6. Okay. Geht's weiter? 1, 7, 9, 3, 4. Okay. Gut. Ich brauche immer ein bisschen, um zu processen. Ich hatte nie so ein Tastenhandy. So 619. 6191 85 6 1 9 1. Oh mein Gott, der Beste. 9 6 2 7 3. Ja, ciao. Ja, nee, das habe ich verkackt. Da weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Und die sind. Ah. Okay, ich könnte sogar noch mit in der Welle sein. Platz 2. Okay. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Kann man spielen. Echt eine 1. Come on. Und dann. Verkacke ich das auch noch. Ja, es ist halt schlecht, wenn so viele Leute gewinnen. Weil man dann langsamer aufholen kann. Oh, der wird nach hinten katapultiert. Das ist gut. Okay, wir sind nur noch mehr 4 Felder hinter Platz 1. Buntes Chaos ist in Ordnung als Modus. Kann man spielen. Aber ab einer gewissen Zeit ist es dann einfach nur random. Also da, wo mein Rekord liegt, danach ist es ziemlich unmöglich, mit Skill irgendwas auszusetzen. Ja, blau. Was halt cool ist, sind diese Pop-ups. Also diese die Teile hier. Letzte Rettungsteile. Die sind echt wild. So. Okay, was haben wir? Rot haben wir auch. Mal schauen, ob da jemand hingeht.
Okay. Ja, die sind greedy hier. Aber da gehe ich nicht hin. So, schwarz. Siehst du, der ist dabei gestorben. Das ist halt das Problem. Okay, haben wir. So, dann haben wir das hier und wir gehen wieder hier hin. Mist, jetzt hat der das bekommen, das ist natürlich schlecht. Ich bin mit dem Teil gestorben! Ist das peinlich? Okay, ja egal, ich habe noch immer Platz 1 gemacht, aber jetzt haben halt auch einige andere den bekommen. Ach, scheiße. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr peinlich. 3-7. Ist okay. Aber nach wie vor Platz 4, das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Digga, wie können die noch vor mir sein? Ach komm. Ist das peinlich. So, one in a chamber, da muss ich performen. Okay, und warum ich den nicht irgendwo hin? Einer im Köcher. Junge, how to Google Übersetzer kurz copy-pasten. Was macht der? So, ach komm, unlucky. Ach komm, Mann. Oh, komm schon. Oh nee. Was ist das hier? Warum huntet der mich so? Komm schon. Sniper VCR einfach. Komm noch zu mir. Hör doch einfach auf. Komm. Ey. Ah, der prallt einfach ab. Ah. Jetzt fällt's mir auch wieder ein. Ist ja normal. Ey. Hallo, Herr Nier. Ey, Junge. Ist ja halt auch normal, so. Habe ich gerade Double Kill gemacht? Tot. Ja, nee, also Platz 2 zu machen, das ist mir ein bisschen unangenehm tatsächlich. Weil den habe ich auch nicht verdient, Junge. Wie lange ich... Ach komm, das habe ich auch nicht verdient. Das habe ich noch weniger verdient. Ey, Digga. Ich weiß echt nicht, was ich hier mit meiner Zeit anfangen soll. Ich sitze hier allein zu Hause, bin krank und weiß nicht, was ich tun soll. Ist das ätzend. So, jetzt spielen wir Laser Tag in Minecraft. Ist das ätzend. Ja, witzige Geschichte. Meine Klasse und ich wollten Laser Tag spielen gehen, dürfen wir aber nicht. Weil ein Schulausflug sollte ein... Mehrwert bieten oder irgendeinen intellektuellen, nicht intellektuellen Mehrwert, aber es sollte irgendeinen Mehrwert bieten oder sowas. Ich weiß nicht, was der genau verwendete Terminus war, aber das war wirklich, als ich das gehört habe, Junge. Wandertag soll einfach einmal Spaß machen in der Schule und dann. Nee, Lasertag spielen wir nicht, das sind gewaltverherrlichende Spiele, so. Junge, ich bin einfach der Beste. Okay, doch nicht, Entschuldigung. Digga, ist er gerade dreimal an mir gestorben? Ey, ist das bitter. So, da gehe ich jetzt weg. Übrigens sehr wild umgesetzter Modus. Man muss immer auf die Hitbox oder sowas aimen oder man hat so einen ganz minimalen Delay. Ja, veraimt, schade. Ah, der spawnt immer im Crosshair. Ah, schade. Warum man... einen Spawn-Cooldown hat. So, haben wir. Junge, Entschuldigung. Aber 29 ist echt in Ordnung. Kann man machen, haben einen Rekord. Das ist in Ordnung. Noch eine 2. Und eine 6. Aber das ist halt peinlich so.
Ah, okay, ich bin Platz 1, aber es ist halt trotzdem. Also, was ich schon alles gewonnen habe. Oh, Digga, da müsste ich sonst wo sein. Und die Runde dauert echt ewig lange eigentlich. Also, die Runde davor hat 7 Minuten gedauert. Und jetzt spielen wir Jump'n'Run. Das ist auch echt nicht so wild. Aber es hat zumindest noch keiner gefinisht vor mir. Junge, Handy. Handy hört einfach nicht auf zu klingeln. Junge, ich hau das gleich sonst wo hin. So, übrigens. Das neue iPhone Pro 13 oder so, das ist ehrlich wild, also macht Spaß zu nutzen, ist ein wildes Handy, also vor allem so Kamera und so ist ganz wild eigentlich, braucht man's? Nee, nicht wirklich eigentlich, aber ist es cool zu haben? Ja, definitiv. So, Digga, Junge, der Finish vor mir, das Jump'n'Run, wenn ich weiter so schlecht bin. So, so, so und so und so. Okay. Okay, ich hab wieder ein Lied auf jeden Fall. Boah, Babas Song im Hintergrund, muss ich ehrlich sein. So, und wir haben zwar keinen neuen Rekord, aber sind Platz 1. Das ist in Ordnung. Ja, auch. Cooler Beacon hier. Keine Ahnung, ich finde das so, den, wie sie den Modus neu umgesetzt haben, finde ich ganz nett. Kann man machen. So. Da haben wir wieder eine 3, wieder Müll gewürfelt und eine 5. Ist okay, Platz 1. Und wir sind im Ziel. Jetzt sehen wir noch, ob irgendjemand uns noch überholt, aber ich denke nicht. Und damit haben wir. Haben wir? Komm, come on. Haben wir eine weitere Runde Mario Party gewonnen. GG auf jeden Fall. Lasst auf jeden Fall ein Like oder ein Abo da. Und ja, ich bin raus. Peace.